Hallo meine Lieben, ja ihr seht, ein riesen Paket, einige von euch werden dieses Paket kennen und ja, das ist das Wanderpaket, es ist wieder zurückgekommen und es ist wahnsinnig, wahnsinnig voll und gleich mal vorweg, bevor ich das Ding aufmache, also ihr seht, es ist noch komplett verklebt, ich habe noch nichts aufgemacht. Bevor ich das jetzt aufmache, möchte ich mich auf jeden Fall bei allen bedanken, die mitgemacht haben. Das war ein mega Wanderpaket. Jeder von euch hat Fotos gemacht und geschickt, was rein und rausgegangen ist. Und jeder hat die Sendenummer geschickt und jeder hat es wirklich super flott weitergeschickt. Also ich hätte im Leben auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt schon wieder da ist. Ich habe erst mit Ende November irgendwann gerechnet. Und jetzt ist das Ding schon wieder da und ich bin riesen gespannt, was drin ist. Natürlich habe ich die Fotos so ein bisschen überflogen. Ich habe mir aber nicht genau gemerkt, wer jetzt was genommen hat. Also eigentlich habe ich fast nichts mehr im Kopf, was hier drin ist. Und ja, deswegen freue ich mich umso mehr. Ich werde es jetzt einmal kurz aufschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe es aufgemacht. Ja, hier oben sind nochmal die ganzen Regeln und alles, was ich da reingetan hatte, drin. Hier war noch ein zusätzlicher Brief drin. Da hatte ich Manuela gebeten, dass sie noch einen Brief reinmacht, weil das Porto dann doch sehr hoch wurde. Das tat mir auch echt, echt leid. Aber besonders für die letzte Person in der Kette, sie hat wirklich am allermeisten von allen bezahlt. Also ja, das tut mir riesen leid. Ja, aber ihr seht ja, was für ein Monsterpaket das ist und ich hoffe auf jeden Fall, dass jeder von euch was gefunden hat, was ihm gefallen hat und ja, okay, also diese beiden Sachen sehe ich gerade, sind direkt wieder zurückgekommen, ist nicht schlimm, dann werde ich sie doch verbasteln, kein Problem. Ja, und wenn ich jetzt so drauf gucke, dann sehe ich, kommt mir nichts wirklich bekannt vor, also zumindest von hier oben noch nicht. Und ich sehe gerade, hier ist zum Beispiel ein Tütchen und hier steht, glaube ich, für Nicole privat. Ja, vielen Dank. Diese Sachen werde ich zum Schluss auspacken. Hier steht dann auch schon ein, bitte nicht öffnen, nur für Nicole. Ja, super, super lieb, ihr Süßen. Das wäre natürlich nicht nötig gewesen, aber es ist mega lieb von euch. Ja, wie gesagt, die Sachen, die packe ich mir jetzt einmal auf meinen Stuhl hier an die Seite und die machen wir ganz zum Schluss. Hier ist noch eins, nur für Nicole, nicht öffnen. So, ja, und dann versuche ich mich jetzt mal hier durchzuarbeiten. Hier haben wir so ein schönes Filzteil, das ist super schön. Für Osterdeko, also so ein Glas zum Beispiel, wo hier gerade mal so eine Schneekugel. Ah, die ist cool. Das ist so eine Schneekugel, wo man sich selber Fotos reinmachen kann. Echt cool. Sowas gebt ihr weiter. Krass. Also, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Vase oder irgendwas hat und dann klebt man das hier so drum und ein paar Blümchen rein und dann auf dem Tisch sieht super schön aus. Also werde ich auf jeden Fall verbasteln. Ja, und die Kugel jetzt zu Weihnachten, auch super cool. Da werde ich auf jeden Fall mal gucken. Da werde ich garantiert was reinmachen. Vielleicht verschenke ich es dann auch weiter, wenn ich Fotos reingemacht habe. Mal gucken. So, dann haben wir ein bisschen Ostern Servietten mit Häschen drauf. Ja, die sind auch ganz putzig. Ui, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Es ist so, so viel. Ja, die sind auch richtig cool, weil ich habe zwar einige vom Action in diesen, aber diese hier habe ich nicht. Also ich erinnere mich zumindest nicht, dass ich diese Variante habe. Nö, ich glaube, die habe ich auf jeden Fall nicht. Ja, cool. So, ich muss auch gleich mal gucken, wo ich die Sachen hier alle hinpacke. Der ist ja süß, guckt mal. Das ist ja mega süß. Für coole Bilder. Ja, am besten gefällt mir dieser Fuchs hier unten. Der ist richtig süß. Ja, und anscheinend kann man sich hier so Bilder selber basteln. Das gucke ich mir nachher noch mal genau an. Ja, super cool.
So, ich muss echt überlegen, wo ich die ganzen Sachen hier hin tue. So, dann, ja, jetzt passend zur Weihnachtszeit, ne? Ein Weihnachtsstern einmal selbst basteln. Mit Anleitung hinten drauf, wie es funktioniert. Und dann kann man eben auch eine Lampe da reinmachen. Und das Coole ist, man kann sich den so anmalen, wie man ihn gerne haben möchte. Ja, das ist natürlich krass. Also da kann man dann schön mit Stempel oder irgendwas was machen. Ja, coole Sache. Hier haben wir eine Herbstdeko zum Aufhängen mit einem Äpfelchen. Das hänge ich mir unten an meine Balkontür, weil da hängt schon sowas Ähnliches. Dann passt das da ganz gut dazu. Okay, was haben wir denn hier? Hier ist so ein Buch, das hat aber ein ganz anderes... Wie hält man das am besten? Ich glaube so. Ja, und dann sieht es ein bisschen aus wie eine Rakete, wenn man es aufmacht. Nee, es gehört so rum, Tatsache. Okay, ja, und dann sieht es aus wie so ein... Ach, hier, na, wie heißen die denn? Diese Schildchen hier, so wie das, so ähnlich, ne? Ja, oder ein Pfeil. Ja, ist auf jeden Fall witzig. Mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht, ihr wisst ja, Blumen sind jetzt nicht so ganz mein Ding. Vielleicht beklebe ich mir das irgendwie anders. Mit Stoff oder so. Das könnte ich mir gut vorstellen. So, was haben wir hier? Hier haben wir kleine Anhänger mit Stempelchen und Stempelkissen. Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht so genau, ob ich das benutzen werde. Vielleicht werde ich das einfach weiter vergeben. Dann vielleicht irgendwann in einem Tauschpaket oder so. Mal schauen. So, hier haben wir Streudeko, Blümchen. Und das hier sind aber solche Teile, die man auch anhängen kann. Da haben wir Schmetterlinge. Oh, guckt mal. Cool. Diese holographischen Blätter. Ja, die gefallen mir auf jeden Fall richtig gut. Und die wandern direkt in meine Streudeko-Kiste. Und auch die... Das finde ich richtig schön. Ich habe die aber in anderen Farben, noch nicht in grün. Ja, das kann ich euch nicht verübeln, dass das zurückgekommen ist, weil ich mag diese Farbe auch nicht. Also, ja, ist halt so, ne? Macht aber nichts. Irgendwann wird sich jemand finden, der es mag. So, dann haben wir hier ein Gummiband mit solchen Perlen dran. Ja, das kann man natürlich auch einfach zerschneiden und die Perlen dann für irgendwas anderes benutzen. Oder als Babyarmband, aber ich weiß nicht, ob ein Baby das so gerne mag, wenn es da was am Arm ist. Oh, die sind aber auf jeden Fall auch schön, so grün und gelb. Die kommen einfach hier gleich in meine Perlenschublade. Zack. Hier haben wir ein paar Ohrringe und die sind ganz schön schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schwer sind. Die sahen so aus wie, ja... Modeschmuck ist es ja auch, aber hätte nicht erwartet, dass die so schwer sind. Ja, witzig. So, hier haben wir einmal Stanzteile. Und jetzt muss ich mal gucken. Trick and Trade. Das könnte so ein bisschen in die Halloween-Richtung gehen. Gucke ich mal. Genau, ich glaube, das sind Halloween-Sachen. Ja, guckt mal hier. Halloween-Kürbis, eine Katze, ein Hut. Dann hier so ein Spinnennetz, wo sich gerade so eine Spinne runterlässt. Was steht denn hier? Da steht Halloween Party. Hier steht einfach nur Happy Halloween. Und das kann ich hier leider gerade irgendwie nicht entziffern. Ja, witzig auf jeden Fall. Schubi. So, hier haben wir einiges an Sticker. Oh, 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 was ist das denn? Oh, oh nein, oh Gott, oh Gott, ja. Okay, ich konzentriere mich jetzt erst auf die Sticker hier. Ja, die Herzen, wunderschön. So ein bisschen puffy, aber nicht alles. Die hier schon, aber die hier zum Beispiel nicht. Ja, habe ich noch nicht gesehen. Auf jeden Fall cool. Dann Aufkleber mit... Be happy und ja, so ein bisschen, ne? Liebe und sei glücklich. Ja, die sind auch sehr schön. Wie mit den Vögeln. Das finde ich eigentlich am schönsten und haben auch Glitzer. Ich muss das später machen. Auch wenn ich es jetzt schon gesehen habe. Ich muss da irgendwas drauflegen oder so. So,
Dann diese hier, und die habe ich schon, und ich weiß gar nicht, ob ich die nicht, die habe ich nicht reingelegt, das weiß ich. Aber bei denen könnte ich sogar mir vorstellen, dass sie zurückgekommen sind. Weil solche hatte ich auf jeden Fall doppelt und kann sein, dass ich die reingepackt habe. Bei denen bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube Himbeeren, nicht Erdbeeren hatte, habe ich irgendwo. Aber die habe ich auch nicht reingetan, also die sind auf jeden Fall neu. Die habe ich auch noch nicht, das ist auch cool. Dann haben wir hier noch einiges an Sticker. Buchstabensticker. Hier ist so ein richtig fettes Pack. Da muss ich mal gucken, was ist hier denn noch? Ah, da sind noch mehr dabei. Jawohl. Auf der anderen Seite waren dann die Buchstaben. Ja, cool. Oh, das wundert mich, dass das zurückgekommen ist. Da hätte ich gedacht, das wäre eins der Sachen, die am schnellsten draußen sind. Okay, ja, cool. Ich benutze die natürlich trotzdem. Also, ich mag die auf jeden Fall sehr. Ja, diesen Katzenblock, den werde ich weiter verschenken, weil das ist auch nicht so meins. Dann, was haben wir hier? Hier haben wir einmal auch solche Streudeko mit solchen Blättern. Und wie gesagt, hier die Streudeko. Hier haben wir Schleifen und Perlen. Hier unten sind grüne Schneeflocken und ja, solche Strasssteinchen. Ja, voll süß. Und jetzt zu Weihnachten passt das super. Da kann man sehr schön Karten mit dekorieren, genau wie diese hier. Das gleiche in grün für Karten oder für Geschenke zum Bekleben. Mega schön. Und die hier sind auch cool, weil die habe ich nicht und die habe ich auch noch nie gesehen. Also die sind vom Action, das weiß ich, das sieht man, aber ich habe die selbst noch nicht gesehen. Dieser Vogel ist ja mal geil hier, guckt mal. Muy bien. Na, ein bisschen Spanisch noch, super. Gut, dann machen wir weiter. Und was haben wir hier? Hier haben wir, was ist das? Ich glaube, das ist etwas für Nägel, oder? Guck mal, ob ich das hier irgendwie, kann ich das irgendwie aufmachen ohne? Ja. Ups. Da muss ich jetzt mal gucken, was das hier ist. Das sind so kleine, ach, jetzt weiß ich's. Das sind so kleine Schildchen, das sind so Tischkarten, wo man dann zum Beispiel den Namen draufschreiben kann. Ja, das ist doch auch cool. So, diese Sachen hier, ja, gute Frage. Also die sind, glaube ich, zurückgekommen. Ob das hier andere sind, als ich weggegeben habe, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste ich nachgucken, aber bei denen hier bin ich mir sicher, dass die zurückgekommen sind. Ja, auch nicht schlimm. Das sind auch Sachen, die man auf jeden Fall immer mal gebrauchen kann. Hier ist ein cooler Radiergummi. Ein Herzchen, was ein bisschen aussieht wie so ein Lolli. Ja, der kommt auch gleich da oben zu meinen anderen Radiergummis. Ja, die sind auch sehr schön, die Washis. Alles mit Herzchen. Und diesen hier habe ich, glaube ich, sogar von irgendwem mal in irgendeiner Tauschpost gehabt. So, hier haben wir einen Block. Ich mache das so im Schnelldurchlauf. Ihr wisst ja, ich um Blöcke, ne? Aber oh, das ist aber sehr schön hier. Das Papier ist sehr, sehr schön. Ja. Davon gefällt mir das hier wirklich am besten. Die anderen sind sehr blumig, aber das hier sieht echt cool aus. Gut, es geht weiter. Oh, ist ja ein schönes Satinband hier. Ja, warum ihr sowas weitergebt, das verstehe ich nicht. Okay, jeder hat ja einen anderen Geschmack, ne? Also mir gefällt das sehr gut, wunderbar. Schön, dass es jemandem von euch nicht gefallen hat. Dann habe ich hier Stifte und da muss ich mal schauen, sind das die, die ich da reingepackt habe? Oder es sieht mir fast so aus. Aber es scheint irgendwie, scheint der Karton mal ganz schön gelitten zu haben, weil das Teil hier ist alles zerbrochen. Ich glaube, das war, ich hatte da so ein Heiles reingetan. Also kann gut sein, dass ja bei dem vielen Transport, dass da ein bisschen beschädigt wurde. Ja, nicht schlimm, dann habe ich sie eben zum Auffüllen. Wunderbar.
hier haben wir so eine Kette, wo man sich dann diese Glitzerteile so rausschneiden kann. Und die ist auch ganz schön lang, also da sind ganz schön viele drauf. Und ich habe sowas schon in Lila auf jeden Fall und in noch irgendeiner anderen Farbe. Das hatte ich mal in irgendeiner Tauschpost. Das weiß ich nicht mehr genau von wem, aber ist auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ja, kann man die auf jeden Fall gut gebrauchen. Hier haben wir so einen süßen Bilderrahmen, wo man dann hier hinten so ein Holzteil rausmachen kann und dann eben da ein Foto hinterpacken kann. Ist auch total süß. So. Zack. Ja, das werde ich mir ins Wohnzimmer unten stellen, weil das passt nämlich ganz gut rein. Oder ich verschenke es an jemanden zu Weihnachten, bei dem passt das auch genau in die Wohnung. Also bei ihr passt das genau in die Wohnung. Upsi, Herr Jemini. Okay, hier haben wir lauter kleine Döschen mit Glitzer und Glitzerstäbchen in Rosa, in Gelb, in Orange, in Bunt. Und dann hier solche Glitzerteilchen, solche, das hier sind auch wieder Stäbchen, hier auch. Und hier ist einmal so rotes Glitzer drin und die Dosen sind perfekt. Also wenn das Glitzer mal, das Glitzer ist auch sehr schön, vor allem weil es ja holo ist, aber wenn das mal leer ist, die Dosen kann man auch immer super gut weiterverwenden. Und die kann man auch, glaube ich, super gut, ob sie so übereinander stapeln. Ja, sehr, sehr schön, perfekt. Jetzt muss ich nur wirklich langsam gucken, wo ich die Sachen ablege. Ja, hier haben wir, was ist es genau? Einmal ist es auf jeden Fall Klebeband mit so einem Clown. Und ich glaube, das hier oben sind so Kärtchen. Und das werde ich meiner Freundin geben für ihre Kinder, wenn die Kinder Geburtstagsparty haben. Und dann kann sie das an diese Mitgeb-Geschenke machen. Ja, man gibt ja den Kindern immer dann so Geschenke mit. Und da kann sie so eine Karte dran machen, kann so einen kleinen Gruß drauf schreiben und kann die Tütchen dann mit diesem Klebeband hier vielleicht zukleben. Auch dafür gibt es eine Verwendung. So, das hier habe ich auch und ich denke auch, dass die beiden Dinge sind wieder zurückgekommen. Ja, und da muss ich mal sehen, weil das ist jetzt wirklich nicht mein Ding. Aber ja, bei denen ist es nicht weiter schlimm. Die fand ich einfach nur cool und dachte, vielleicht mag die jemand anders auch gern. So, was haben wir hier? Hier haben wir einen Riesenbanner, frisch verheiratet. Ja, das ist doch auch cool, wenn mal jemand heiratet. Na klar, es liegt vielleicht ein bisschen rum. Aber wenn dann mal einer heiratet und man macht das dann so als Banner irgendwo hin, finde ich doch voll cool. Abgrenzungsseil. Jawohl, 15 Meter lang. Cool. Habe ich auch noch nie gesehen, sowas. So, aha, hier haben wir... Habe ich die mit reingetan? Nee. Die hat, glaube ich, jetzt jemand anderes reingetan. Weil ich hatte so eine ähnlichen oder die gleichen auch. Aber die habe ich, glaube ich, nicht mit reingetan. Und hier haben wir eine super, super schöne Schablone mit ganz tollen Blumen. Mega schön. Die sind auch zurückgekommen. Hier habe ich eine Tüte mit verschiedenen Washi. Das mache ich gerade mal auf. Und gucke hier mal so ein bisschen durch. Und zwar solches. Dieses hier. So ein Gelb. Da steht dann Love drauf. Nice, perfekt und pretty. You steht auch noch drauf. Gift. Und dann weiß ich nicht, was noch drauf steht. Dann ist zu Ende. In Blau. Hier mit Pünktchen. So ein grünes, so ein rosanes. Das habe ich schon. Und hier mit solchen Blümchen, aber so ein bisschen moderner gehalten. Dann, achso, das ist der gleiche nochmal. Mit den ganzen Schriften drauf. Dann hier so ein rosa-gelb gestreifter Pünktchen. Sie runtergefallen. Dann hier mit den Sternen, der ist cool. Hier, den habe ich euch gerade schon gezeigt, der war runtergeflogen. Dann haben wir hier wieder einen Just for You
Love just for you. Was? Achso, das wiederholt sich. Nee, handmade. Ach, cool. Made with love. Ja, cool. Dann so eins hier. Ich glaube, das ist so ein bisschen transparent mit so ja, lachsfarbenen Pünktchen. Dann diese rosa Blümchen hier. Diese rosanen. Jetzt kann ich mal tauschen. Das sind jetzt nämlich hier langsam weniger als jene Hand. Dann hier nochmal so eins mit rosa, mit so einem Sternchenmuster. Blau mit Blümchen. Das hier weiß ich nicht. Das glaube ich, habe ich auch schon. Dann wieder so ein rosanes. Und die Farbe hier, die ist mal richtig cool. So ein Petrol. Das fühlt sich auch irgendwie ein bisschen anders an. Mal gucken. Wenn ich das ein bisschen abziehe. Ja, das fühlt sich irgendwie so ein bisschen flauschig an, als wenn das so ein bisschen wie Stoff fast wäre, so wie Kunstleder oder so. Dann haben wir hier Glitzerkrams zum Resin-Gießen zum Beispiel. Das sieht aus wie eingefärbte Schneeflocken, wisst ihr, diesen Kunstschnee. Und das halt so eingefärbt, einmal in Blau und einmal in Rosa. Sehr schön. Das hier ist zurückgekommen. Das ist auch zurückgekommen, glaube ich. Ich habe solche auf jeden Fall. Ich bin mir aber nicht mehr sicher, ob ich es reingetan habe. Da musste ich nochmal nachgucken. Die, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Nee, ich glaube, die hatte ich nicht. Ja, ich weiß schon echt nicht mehr, was ich da reingetan habe und was nicht. Dann haben wir hier so einen Stickerbogen. Mit solchen, ja, für mich sieht das so ein bisschen aus, hat so ein bisschen was China-mäßiges. Als wenn so, weißt du, wisst ihr, diese Dinger, wo man so einen Gong schlagen kann. Dann haben wir hier Stempel, Buchstabenstempel. Allerdings leider nicht das ganze Alphabet, sondern nur ein Teil. Aber ja, ist ja auch nicht so schlimm. Dann rosa Sticker. Die hier sind, glaube ich, zurückgekommen. Dieses Teil hier ist auch zurückgekommen. Dann haben wir hier Filzteile. Solche Blümchen zum Aufkleben. Hier haben wir ein paar kleine Stempelkissen in verschiedenen Farben. Oh, meine selbstgemachten Kistchen sind auch zurückgekommen. Das ist schade. So, hier haben wir eine Tüte gemischt mit allen möglichen Sachen. Da gucke ich einmal kurz rein. Und zwar sind hier so Klammern. Ja, die habe ich, ich weiß nicht, ob ich sie diesmal sogar wieder reingetan hatte. Oder ist diese Tüte nicht sogar, aber dies hier kommt mir nicht bekannt vor. Also einige Sachen würde ich jetzt sagen, die sind von mir gewesen und andere Sachen nicht. Vielleicht hatte einfach jemand genau das Gleiche, weil diese Sachen hier, die hatte ich schon mal. Das kommt mir aber gar nicht bekannt vor hier. Das Herz auch nicht, das nicht und dieses nicht. Aber die Dinger, die hatte ich auf jeden Fall. Aber habe ich die hier mit reingetan? Das weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall nicht schlimm. Ein paar Holzklammern und ein paar Holzknöpfe. Ganz süße auch dabei. Hier liegt eine einzelne Perle. Die ist bestimmt irgendwo rausgefallen. Dann haben wir hier, ach Gott, wie heißen diese Teile denn? Diese Dinger, die aus Fimo gemacht werden und dann so ganz dünn geschnitten werden. Die kann man zum Beispiel nehmen, um Fingernägel zu gestalten. Und das sind halt lauter Herzen in verschiedenen Farben. Hier haben wir solche Schmetterlinge und das sind anscheinend Anhänger für Geschenke. Und die sind auch super süß. Hier haben wir Holzschmetterlinge. Hier unten kommt mir gerade ein Stift mit Hello Kitty entgegen und das passt sich gut, weil meine gehen langsam zu Ende. Ja, schade, dass euch das nicht gefallen hat. Aber dann bleibt es noch ein bisschen bei mir, das ist auch in Ordnung. So, das und das ist auch zurückgekommen. Hier haben wir ein paar Sticker.
Katzen, Augen, Herzen, hier oben Smileys und der coole Kackhaufen. Ich mag den ja total, diesen Kackhaufen. Ne? Dann haben wir hier ganz viele verschiedene Anhängerchen für Geschenke und die sind auch immer bedruckt und ich würde sagen, die sind alle für Ostern gedacht. Nur einmal solche hier. Dann ist hier dieses Motiv dabei. Solche. Und diese hier. So, dann haben wir hier zweimal Tee drin und türkischer Apfel, den mag ich sehr, sehr gern und ja, süßer Bratapfel jetzt zu Weihnachten geht natürlich auch immer. Was haben wir hier? Hier haben wir so ein Heftchen mit Sticky Notes drin und die sind sehr schön. Schöne Designs. Was haben wir hier denn? Hier haben wir ein Eis voll von Glitzer mit Sternchen. Ja, und das kann man irgendwo hinhängen. Das ist anscheinend aus Styropor. Ja, ist auf jeden Fall lustig, aber ich glaube nicht, dass ich mir das irgendwo hinhänge, weil ihr seht schon hier in der Tüte, da ist ganz viel, oh, da habe ich es in der Hand schon, den ganzen Glitzer. Ja, aber auf jeden Fall eine lustige Sache. Ja, mal gucken, da kann man bestimmt irgendwie mal einen Scherz mitmachen im Sommer oder so. Ich weiß nicht, wenn jemand im Sommer Geburtstag hat, da würde mir schon irgendwas zu einfallen. So, hier haben wir noch ein paar Schablonen und zwar einmal mit Happy Birthday und hier dann solche mit so Blümchen drauf. Ja, die gehen immer zum Beispiel super gut für die Jelly Plate. Ihr wisst ja, ich habe zwei Jelly Plates und eine ist ja rund und das dürfte sogar genau passen von dem Maß her. Hier haben wir einmal gelbe Acrylfarbe. Farbe kann man immer gut gebrauchen. Das ist wunderbar. So, hier haben wir Glitzer in Fläschchen. Dann haben wir nochmal sowas ähnliches, wie schon drin war. Die waren schon drin, die waren drin, die waren drin. Diese Steinchen hier, diese eingefärbten Glitzersteine, aber nicht. Dann die Blumen waren da auch mit drin und diese hier waren nicht mit drin. Ja, auch ganz, also ja. Sehr schön und noch ein paar Zusatzteile drin. So, dann haben wir hier ein paar Strasssteine und zwar in einem schönen dunklen Pink. Ja, die sind auf jeden Fall auch schön. Hier haben wir ein paar größere Strasssteinchen, dann so verschiedene. Okay, hier ist ein Radiergummi auseinandergeflogen und das ist eigentlich so ein Wal. Und da fehlt aber hier, glaube ich, oben noch diese Fontäne. Die finde ich hier bestimmt noch irgendwo drin. Ja. Hier ist dann nochmal, weiß ich nicht, was das ist. Mal gucken, wozu das gehört. Dann haben wir hier so ein Herz. Knöpfchen. Hier haben wir Raindrops und mit den Farben kann ich dann auch tatsächlich mal was anfangen, weil das sind beides sehr, sehr schöne Farben. Und ja, die Farben, die ich reingetan hatte, das war nicht so ganz meins, deswegen. So, was haben wir denn hier noch? Hier haben wir noch ein paar Holzteile, nicht Herzteile, sehen aber ein bisschen aus wie ein Herz, sollen aber Blätter sein, verschiedenen Farben. Und anscheinend hinten haben die auch so Klebepads drauf. Hier haben wir noch mal ein Washi und das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gesehen und das passt auch wieder ganz gut zu Weihnachten. Ja Leute, ich bin schon total in Weihnachten, also bei mir ist schon alles irgendwie Weihnachten. Hier haben wir Engelsflügel und da bin ich mir ziemlich sicher, wer die hier reingetan hat. Und zwar einmal solche dunkel holographischen und einmal hell holographisch. Ich glaube von denen habe ich schon ein paar, aber von denen habe ich noch gar keine, das ist cool. Ja, ich hatte
immer etwas mit reingetan für jeden. Und eine Person musste dann aus gesundheitlichen Gründen, konnte dann nicht mitmachen. Und ja, das Geschenkchen für sie ist hier jetzt quasi noch drin. Das ist dann jetzt für mich oder für meinen Mann. Mal schauen. Ups, ah, jetzt weiß ich, wo das vorhin hergekommen ist. Hier ist die Tüte kaputt gegangen. Und hier sind ganz viele kleine Teile drin. Das kann ich auch gar nicht alles durchgehen. Also da sind haufenweise verschiedene Perlen drin. Ich versuche es gleich mal ein bisschen zu zeigen. Zacki. Ups. Oh, hier, guck mal, hier ist so eine Blumenperle. Ja, das ist hier ein bisschen kaputt gegangen an der Seite. Und ihr seht, also hier sind mega viele verschiedene Perlen drin. Da muss ich mal ganz in Ruhe durchgucken und die mir mal vielleicht ein bisschen hin und her sortieren. So, hier haben wir, sind das Perlen? Nee, das sieht eher aus wie kleine, wie ganz, ganz mini kleine Cabochons sieht das für mich aus. Ja, auch cool. So, hier ist wieder etwas, das kann ich mal für mein Nähzimmer auf jeden Fall gebrauchen. Das geht natürlich auch für Karten und für Mixed Media und so, aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal cool. Und das hier sieht auch ganz so aus, als wenn das was Cooles für mein Nähzimmer ist. Und zwar Bänder und Bammelbänder, sage ich immer dazu. Und zwar sind dann hier diese kleinen Bommels dran. Ja, in Weiß, in Pink. Dann haben wir hier so ein Bändchen in so einem Babyblau. In Pink und in Rosa. Ja, und das ist auf jeden Fall richtig cool, weil das kann ich auf jeden Fall zum Nähen gebrauchen. So, hier haben wir irgendetwas von Rewe. Mal gucken, was ist das hier? Das ist einfach nur so ein Täschchen. Richtig fett gefüttert. Weiß nicht, warum das so fett gefüttert ist. Da kann man wahrscheinlich sein Handy irgendwie dran machen und kann das an den Gürtel machen oder so. So, was haben wir hier? Was ist das? Van Gogh. Okay. Und das sind das Klebepads oder was ist das? Sticky Note. Genau, das sind Sticky Notes. Ja, cool. In dreieckig mit einem Bild von Van Gogh. Ja, cool. Okay, meine selbstgemachten Sachen mochtet ihr nicht oder habt euch nicht getraut. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, dann werde ich die an jemanden weiter verschenken. Also hier hätte ich auch echt gedacht, dass sich das jemand rausnimmt. Schwupp, schwupp. So, wo mache ich mal da? Diese sind, glaube ich, auch zurückgekommen. Weil die habe ich auf jeden Fall schon. Oder jemand hat sie rausgetauscht und andere für reingetan. Genau wie diese beiden Teile hier. Ja, dann probiere ich sie halt doch aus. Das ist auch zurückgekommen und ja, mal gucken. Vielleicht möchte es doch noch jemand haben und meldet sich. Ansonsten werde ich es dann irgendwann selbst verbasteln und mal gucken. Also ich werde bestimmt nicht die Sachen benutzen, die hier drin sind, sondern werde mir dann irgendwas anderes, eigenes, cooles ausdenken. Obwohl, wenn es so aufgeklebt ist, sieht es gar nicht mehr so schlimm aus. Schauen wir mal. So, hier haben wir einen Designer-Block und zwar einen, den ich echt noch nicht gesehen habe. Und die Farben sind richtig cool. Ja, coole Farben. So, diese Tüte habe ich auch reingetan. Die kam auch, oder obwohl, wartet mal, warum sind denn hier so eine Zettel drin? 1 Gramm, 1,5, ach so, da hat jemand, ach, ich hatte nämlich so eine ähnlichen, auch stimmt, ich hatte so eine weißen Spinnen gar nicht. Ich hatte, nein, Quatsch, das war ja die Karte und die hat sich auch jemand rausgenommen, das ist schön. Die hat sich jemand rausgenommen und zwar eine Halloween-Karte, oder? Ist sie noch hier irgendwo und ich habe sie nur noch nicht entdeckt. Nee, ich glaube, die hat sich jemand rausgenommen. Und da hatte ich auch solches Streudeko drin, aber ich hatte diese Spinnen nicht. Ich habe die, diese habe ich hier und in Schwarz habe ich die auch nicht, die Kürbisse. Die Fledermäuschen habe ich
Und dann hatte ich noch Gespenster und die sind hier auch nicht drin. Also habe ich hier theoretisch jetzt nur aus der Tüte, habe ich hier nur die Orangenen und die schwarzen Fledermäuse und den Rest habe ich nicht. Ja, cool. Ja, die Halloween-Karte ist auch zurückgekommen und ich hatte mich schon geärgert, als ich das Paket schon zugemacht habe, dachte ich noch, Mensch, scheiße, ich wollte doch eigentlich noch so ein Teelicht damit reinpacken und das hatte ich vergessen, aber nicht so schlimm. Was haben wir hier? Hier haben wir Steine anscheinend, so eine Dekosteine. Die kann man zum Beispiel ganz toll in so ein Glas mit reinmachen. Ach, das ist Glas. Als ich in Spanien war, habe ich am Strand ganz kleine grüne Steine gesammelt. Die sahen auch so aus und haben sich so ähnlich angefühlt. Und zwar, wenn die vom Wasser so geschliffen werden, also das ist hier so irgendwie geschliffen und das ist theoretisch nur Glas, sieht aber sehr, sehr schön aus. Und wie gesagt, in Spanien habe ich mir davon am Strand ganz viele gesammelt. Aber die waren viel kleiner. Ja, das kommt dann, wenn wir Menschen unseren Müll ins Meer werfen, ne? Da kommt dann manchmal auch was Schönes bei raus, aber leider eher selten. So, upsie. die habe ich, glaube ich, auch hineingetan. Die sind auch zurückgekommen. Von den Dice sind auch ganz viele zurückgekommen. Die braucht ihr also nicht. Das ist gut zu wissen, weil dann werde ich die bei Action auch nicht mehr doppelt und dreifach bestellen. So, dann haben wir hier Sticker wieder zu Weihnachten. Auch sehr schön. Das sind hier solche fluffigen. Ja, schön wieder für die Deko, für die Weihnachtsgeschenke. Hier haben wir ein paar Sticker. Und ja, da werdet ihr jetzt lachen, aber die Minions, die mag unser Sohn ganz gern. Und ich glaube, die werde ich auf sein Weihnachtsgeschenk kleben. Das wird er bestimmt lustig finden. Dann haben wir hier Hello Kitty Aufkleber und super schöne Schmetterlinge. Hier ist noch ein Päckchen für mich. Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, das kommt an die Seite und das packe ich ganz zum Schluss aus. Und hier haben wir ein Bastelset. Und was haben wir denn da? Ah, das ist wie ein Bilderrahmen, würde ich sagen, den man so hinstellen kann. Okay, nicht ganz, einfach nur so eine Stellplatte, aber ich würde da, glaube ich, einen Bilderrahmen draus machen. Ja, fürs Wohnzimmer auf jeden Fall schön. Ein bisschen anders dekoriert, als es hier drauf steht. Vielleicht ein paar andere Sticker verwendet oder einfach nur weiß angemalt. Und ein bisschen mit, also nicht die Sachen verwendet, die hier drin sind, sondern in meinem Wohnzimmer passt eher weiß. Wobei diese Holzleiste hier unten, die würde gut passen, aber das ist bestimmt so ein kompletter Aufkleber. Die Holzleiste ist bestimmt nicht einzeln, aber wenn, dann würde ich sie auf jeden Fall verwenden. Ja, werde ich basteln und werde gucken, was ich damit mache. Was haben wir hier? Hier haben wir... Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Ich mache es mal auf. Ah, okay, das ist so ein Papier. Ach, guckt mal, da macht man hier so ein Ding zum Aufhängen draus. Dann schneidet man sich so eine Form aus, also zeichnet sich auf, schneidet sich aus, klebt nur die erste und die letzte Seite zusammen und dann zieht man es auseinander und dann hat man so ein Teil hier. Ja, cool, und da kann man sich eben das Muster draus machen, was man selber möchte. Ja, cool. Hier haben wir noch einen Stift. Der sieht ja witzig aus. Hier oben so ein, was soll das sein? Ein Bär oder ein Puma könnte das auch sein. Aber es steht Bär, also wird so ein Bär sein, ein Polarbär. Okay, und dann auch so ein Donut. Ja, und der Stift, der schreibt bestimmt auch gelb, weil sonst würde man was Dunkles durchsehen, oder? Ist da was Dunkles durch? Ja. Nö, ich würde sagen, wenn ich das so gegen das Licht halte, der schreibt garantiert auch gelb. Hier haben wir, was ist das? Ach, ein Radiergummi, ja, cool. Und den kann man wieder auffüllen, glaube ich, ne? Wenn der leer ist, kann man den, glaube ich, wieder auffüllen. Ja, witzig auf jeden Fall. Diese sind zurückgekommen. Hier ist wieder etwas, was ich für mein Nähzimmer gut verwenden kann.
diese Paillettenbänder kann man immer gut mit einnähen. Der Block ist, glaube ich, auch zurückgekommen. Dann haben wir hier einen Streifen mit Aufklebern. Okay, dieses hier, gute Frage, habe ich die reingetan oder nicht? Ich weiß es nicht mehr. Bei denen weiß ich es auf jeden Fall, die habe ich reingetan, die sind zurückgekommen. Hier haben wir einen Designerblock in Schwarz-Weiß. Ja, auch schön. So, was haben wir hier? Hier haben wir Kärtchen, glaube ich. Sieht aus wie Karten. Guck mal gerade. Ja, es sind Karten mit Briefumschlägen. Ach, und die haben von hinten auch nochmal eine andere Färbung. Eine schöne Farbe. Ach, und die ist von so und von so. Ja, cool. Und dann die passenden Umschläge dazu. Aber die ist richtig cool hier. Ja, sehr schön. Einmal hier hinein. Nein, ich will euch noch nicht. Hier haben wir noch ein paar Weihnachtsaufsticker. Da sind drei Bögen drin und ich nehme an, die sind alle gleich. Ja, und jetzt zur Weihnachtszeit. Ich bin gerade wirklich dabei, schon Sachen für andere zu backen und zu kochen und so weiter. Und das habt ihr ja selber auch gesehen. Ihr habt ja hier im Päckchen auch euer kleines Selbstgemachtes drin gehabt. Und ja, da sind diese Aufkleber natürlich immer gut. Hier haben wir noch ein paar Sticker mit Smileys und auf der anderen Seite sind noch ein paar Füße. So, hier ist noch einer mit Stiften und auch hier weiß ich jetzt echt nicht, obwohl, nee, wartet mal. Ist hier sogar eine Farbe mal noch mit dabei, die ich noch gar nicht habe. Dann wäre es unwahrscheinlich, dass es von mir ist, aber ich muss mir echt das Video angucken, als ich dieses Päckchen gepackt habe, weil ich habe so viel vergessen, was ich hier reingetan habe. Das ist unglaublich. Ich weiß es nicht, ob sie von mir waren oder nicht, ist auch egal. Das war tausendprozentig nicht von mir. Auch ganz süß hier mit kleinen Stempelkissen und dann eben Holzstempel. Und hier unten ist anscheinend so eine Schaumstoffplatte drin. Ich guck mal, das kann man aufmachen. Ups, jawohl, genau, da ist unten dann so eine Schaumstoffmatte drin. Ja, sind auch ein paar ganz süße Stempelchen dabei hier. Die Eule ist süß. So, kommt an die Seite. Ja, hier haben wir auch nochmal so eine Stempelpackung mit verschiedenen Farben und dann noch ein paar Stempeln. So, hier haben wir noch mal ein paar kleine Stempel. Bei dem könnte es auch sein, dass er zurückgekommen ist. Kann aber auch sein, dass, ja, dass er von euch ist. Das kann ich wieder nicht sagen. So, ich glaube, ich mache mal hier mit der Ecke jetzt weiter. Hier haben wir ein schönes Band. Auch jetzt zu Weihnachten, um Pakete zu verpacken. Total schön. Hier haben wir ein paar Sticker für Fingernägel. Ja, die Perlen, die hier jetzt noch drin rumfliegen, die werde ich nachher nochmal einsammeln. Das sind dann hier solche Streifen mit verschiedenen Mustern. Und hier einmal so eine Packung mit solchen Herzen. Das packe ich gleich mal hier hinten zu meinem... Ich habe hier einen Karton mit Nagelsachen und da packe ich das gleich mal rein. So, und dann habe ich hier noch so ein Streuglitzer. So silberne kleine Teilchen. Hier habe ich einen Stempel. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Den kenne ich nicht. Weiß, wüsste jetzt auch nicht, wo der her ist. Also sieht mir jetzt auch nicht wirklich nach Action aus. Also irgendwie ja, aber irgendwie nicht. Weiß ich nicht, vielleicht ist das ein ganz alter von Action. Kann das sein? Weiß nicht. Die sind sehr süß hier. Als Tischdeko bei einer Hochzeit zum Beispiel oder so könnte man sowas gut verwenden. Oder in so einem Blumenkranz oder so kann ich mir das gut vorstellen. Ja, diese lustigen Frösche hier, an was erinnern die mich? An irgendeine Fernsehsendung. Irgendeine Kinderfernsehsendung. Ich komme nicht drauf.
Aber es hat mich sofort daran erinnert, auf jeden Fall. So, dann haben wir hier einiges an Sticker. Und da gucke ich jetzt mal. Ja, so, das scheint hier irgendwie alles zusammenzugehören. Und hier sind auf jeden Fall Buchstaben. Weiß nicht, das scheint hier so das ganze ABC auf jeden Fall einmal zu sein. Ich gucke mal grob durch. Ja, da ist bestimmt das ganze Alphabet einmal dabei. Ja, cool, in Gold und immer in verschiedenen Größen. Dann hier mit so Glitzer. Was ist das? Ach, das sind Kirschen. Jetzt habe ich es. Okay, das war gerade ein bisschen schwer zu erkennen gerade. Ja, mit solchem roten Glitzer. Hier haben wir so einen Hut. Was ist das? Hier, das ist ein Schuh mit Blumen drin. Ja, die erklären sich von selbst. Hier sind Herzchen drauf. Das sind hier solche Ranken. Das sind, glaube ich, auch Ranken. Hier sind, ach so, das sind Ecken. Und hier noch ein paar Ranken. Okay. Dann haben wir hier Schaumstoffaufkleber. Die würde ich auch sagen, ja, für Reise vielleicht, ne? Ja, finde ich passen am besten zum Verreisen. Also ins Urlaubsalbum können die mit rein. Hier haben wir nochmal Aufkleberchen für Nägel. Und hier sind einmal Anhängerchen oder Aufkleber oder ja, es sind einfach nur Pappdinger, aber die kann man ja gut irgendwo. Ne, sind doch Sticker. Sind doch Sticker. Ach, guckt mal, Leute, ich bin schon durch, ne? Ja, Sticker. Kann man bestimmt auch schön noch was draufschreiben oder so. So, hier unten haben wir einen ganzen Stapel an Papieren. Und das ist so schönes, glänzendes Papier, die dann nur von einer Seite bedruckt sind. Und ja, entschuldigt, ich glaube, ich gehe die jetzt nicht alle durch, oder? Ich guck mal. Also anscheinend sind hier immer drei von einem Muster drin. Ja, und da ist, glaube ich, für jeden Geschmack was dabei. Ja, und das passt mir ganz gut, weil die kann ich, glaube ich, super verwenden, um mit dem Plotter was auszuschneiden und da wieder was Schönes draus zu machen, vor allem, weil die auch so stabil sind. So, jetzt muss ich mal gucken. Da ist das nächste. Na, komm. Hier ist so ein bisschen Karo. Hier auch. Ich glaube, die wiederholen sich auch da hinten nochmal. Also die sind, glaube ich, hier nochmal drin. Solches hier. Das ist das gleiche. Diese grünen. Genau, da ist hier das nochmal. Das ist dazwischen gerutscht. Diese Herzchen und hier die. Ja, ich kann die auf jeden Fall gut gebrauchen, weil, wie gesagt, ne, die kommen zum Plotter und dann werde ich damit was machen. So, hier haben wir, das ist auch nicht verkehrt, das sind nämlich, die sind aus Gummi und ja, die sind natürlich mega stabil. Also zum Nähen werde ich die jetzt nicht verwenden, denke ich, aber für Mixed Media. Zum Beispiel eine alte Schachtel hier zu verzieren. Voll schön. Und dann auch wunderschön. Guckt euch mal dieses Design hier an. Also ich mag die sehr. Da bin ich froh, dass ihr die nicht mochtet. Okay, es geht weiter. Hier habe ich noch ein Päckchen. Bitte nicht öffnen, ist nur für Nicole. Vielen Dank. So. Hier sind ein paar Herzchen. Ah, und hier sind die kolorierten Stampin' Up Teile für Halloween. Die mochtet ihr anscheinend nicht. Okay, kein Problem. Und hier haben wir noch ein paar Bändchen und die passen auch schön zu Weihnachten. Und ich glaube, hier steht Made with Love. Genau. Muss mal gucken, ob. Ja, steht immer das gleiche, immer Made with Love. Und dann hier solche und die sind auch super schön, um jetzt zu Weihnachten was zu dekorieren. Solch ein Bändchen. Hier sind einmal drei einzelne Stifte drin und jetzt muss ich gerade mal gucken. Die 88 habe ich nicht. Die 70 habe ich und die 95 auch. Aber die 88 habe ich noch nicht.
cool. Was haben wir hier? Hier haben wir, ach guck mal, so eine Anhänger, den man an den Weihnachtsbaum mithängen kann. Und da ist ein bisschen Kunstschnee mit drin. So. Ja, und hier ist ein super schönes Washi mit so Vögelchen drauf. Ein Stempelset, was ich auch noch nicht kenne, aber das ist anscheinend dieselbe Firma, wie das vorhin war. Ja, habe ich nicht, kenne ich nicht. Hier ist noch mal so eine Kette, wie wir vorhin schon hatten. Ja, und hier sind noch ein paar Perlen drin, die ich nachher dann, wie gesagt, da sortieren muss. So, und jetzt wird es schwierig für mich. Ich gucke mir jetzt die Sachen an, ich habe sie jetzt schon in der Hand. Und das muss ich jetzt gerade auch mal aufmachen und das muss ich mir einmal genau angucken, was genau das ist. Okay, also man hat hier ein Faultier mit meinem Ast. Dann muss ich gucken, wofür die Sachen sind. Und dann, ach, das kann man so hinstellen. Ah, ich verstanden. Gut, das wird hier eingeklemmt. Und da auch. Und dann kann man sich das anmalen. Absi. So. Und dann kann man hier noch die Bommel mit dran machen an den Seiten. Und dann kann man sich das hier irgendwo hinstellen. Ja, Faultiere, ne? Damit habe ich es. Also Faultiere, das ist dieses Jahr mein Renner. Und Igel, aber Igel bleiben für immer und ewig. Faultiere, ob die für immer bleiben, weiß ich noch nicht. Ja, und sowas Ähnliches mit Lama, nur das Lama hat Beine und das kann man dann eben auch hinstellen. Ja, auf jeden Fall witzig. So, und jetzt gucken wir mal hier in die kleinen Holzkästchen, was hier noch drin ist. Ach, Herr Jemini, hier sind Stempel drin. Und zwar mit einem Alphabet und dann immer mit so einem Hintergrund. Also hier haben wir gerade ein T, da ist ein L. Und ja, das sind hier oben so Schaumstoffdinger und dann unten eben Gummistempel. Ja, und da hat man so ein ganz witziges Alphabet. Und die ist schwer und da guckt auch schon was raus an der Seite. Schaue ich mal, ups, da fällt schon was entgegen. So, und anscheinend hat hier jemand ganz viele. Das hier scheint wie so ein Resin-Teil zu sein. Ist das selbst gegossen? Weil es hier so eine Rundung hat, so ein, also wie so ein Anhänger. Das ist ein Schmetterling anscheinend. Und der scheint echt, also der sieht aus wie selbst gegossen, würde ich fast behaupten. Aber guckt mal hier, der hat hier so eine richtige Öse. Geht das überhaupt mit so einer Gussform? Nee, das ist auch, das ist kein Resin, das ist Glas. Nee, das ist Glas. Ah ja, cool auf jeden Fall. Dann haben wir hier nochmal Streudeko. Gut, hier, ach, das sind so Gürtelschnallen. Ah, die sind natürlich cool, wenn man zum Beispiel so eine Box bastelt aus Pappe und dann das als Verschluss so dran macht oder beim Koffer oder so. Wenn man so einen Koffer bastelt und dann die Teile so als Verschluss mit dran klebt. Ja, voll cool. Ja, die sind zurückgekommen. Nee, sind sie nicht. Das sind andere. Da sind ein paar andere dabei. Die hier kenne ich noch nicht. Der hier sagt mir nichts. Der hier sieht auch anders aus. Das sieht anders aus. Und die hier sagen mir auch nicht. Also da sind ein paar andere jetzt drin, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Was ist das? Das sieht fast aus ein bisschen wie so eine Art Nieten. Guck mal raus. Die sind hier. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, was das ist. Also es ist anscheinend, kann man das irgendwie, ja, man kann das bewegen. Ja, dann kann man das, das sind wie Breads.
die man dann an etwas macht, was man dann drehen kann. Kann man das auch aufmachen? Ja, das sind Knöpfe, wie cool. Mit Magnet sogar. Also das sind Brads, die einen Magnetknopf haben. Wie cool. Ja, da kann man, das kann man ja zum Beispiel auch sogar fürs Nähen benutzen, wenn, weil die sind echt stabil hier. Wenn man da einen vernünftigen Stoff hinterpackt, der stabil genug ist, kann man das auch sogar fürs Nähen benutzen. So, dann haben wir hier ganz viele Teile, wo man Ohrringe mit basteln kann. In Dunkelsilber. Dann haben wir hier ein paar Filzteilchen, ein paar Blumen. Hier haben wir so einen Anhänger. Den hat aber jemand selbst gemacht. Hier haben wir auch einen Anhänger, so einen Mond. Und hier sind ein paar selbst gegossene Ohrringe in aus Resin, in Mickey Mouse Style. Diese sind zurückgekommen. Zocki. Das sehe ich auf jeden Fall daran, weil da der eine ist, den ich schon zusammengebastelt hatte. Und auch die Rainbow Drops sind zurückgekommen. Die Ohrringe hier, die sind neu. Da ist so eine Kugel und da ist so ein Styropor-Zeugs oder sowas drin. Hier haben wir einmal Streudeko mit solchen Schmetterlingen in Holo und dazu passende Strasssteinchen. Ja, cool. Okay, und auch das Set hier wollte niemand haben von Stampin' Up. Dann haben wir hier eine Kette mit einem Fuchsanhänger. Ich zeige den einmal. So schaut der aus. Und hier ist noch so ein Fläschchen mit ein bisschen Strasssteinchen. Und ein paar Knöpfe sind hier auch noch. Und jetzt werde ich gleich mal die Perlen, die hier alle noch rumfliegen, hier auch gleich mal mit reinmachen. Schwupp, einmal alles nach unten, dass mir das nicht hier alles so durch die Gegend fliegt. Oh, hier habe ich noch irgendwas unterschlagen. Was ist das? Das sind Anhänger. Was soll das sein? Ich glaube, das sind Kronen. Sollen Kronen sein oder so. Schmuckteile. Hund. Das soll ein Hund sein. Jetzt habe ich es. Ja. So rum. Ach, das ist cool. Das sieht aus wie ein Bull Terrier. Guck mal. Das sieht aus wie ein Bull Terrier. Also wie mein Wuffi. Ja, cool. So. Ja, und die Knöpfe hier, die sind auch richtig cool. Also derjenige, der die reingetan hat, der muss mir mal verraten, wo er die her hat. Die werde ich mir nochmal nachordern in anderen Farben. Ja, ihr Lieben, wir haben es geschafft. Ich werde hier gleich alles nochmal wieder ein bisschen reinpacken, dass ich wieder ein bisschen Platz auf dem Schreibtisch habe, weil hier sieht es jetzt echt schlimm aus. Ja, es waren echt schöne Sachen dabei und ich hoffe, dass für euch auch Sachen dabei waren, wo ihr sagt, jawohl, das konnte ich gebrauchen und dass ihr glücklich wart über den Tausch. Weil es wäre natürlich schade, wenn, wenn jetzt einige von euch sagen würden, ah nee, es war für mich nichts dabei und dann vielleicht zu viel Porto und ja, keine Ahnung. Ich hoffe, dass das nicht so war und dass jeder von euch ein paar Teile gefunden hat, die euch gefallen haben. Es wäre schön, wenn ihr vielleicht mal unten in die Kommentare schreibt, wie der Tausch für euch so war. Einfach nochmal für mich so ein bisschen auch als Reflexion. Ja, meine Lieben, ich habe das große Paket jetzt erstmal weggeräumt und die ganzen Sachen. Und jetzt habe ich hier noch eure ganzen Päckchen. Ja, also nochmal vielen, vielen Dank für diesen Tausch, dass das wirklich alles so super geklappt hat. Und jetzt bin ich hier auch ganz geplättet von euren Sachen. Und ich fange einfach mal an. Und zwar fange ich mal hier an. Gut verklebt auf jeden Fall. Und ich schau mal, was ist denn da Schönes drin.
auf jeden Fall eine Mini-Post. Da schaue ich natürlich als erstes rein. Und dann gucke ich mal gerade allein und dann gucke ich mal, ob ich es vorlese. Ja, also dieses Geschenk hier ist von der Tanja. Und jetzt weiß ich auch, von wem die Knöpfe sind. Sehr gut. Und zwar schreibt sie, liebe Nicole, vielen Dank für diese tolle Sache. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, damit du auch etwas für dich ganz alleine hast. Vielleicht kannst du etwas gebrauchen. Viele liebe Grüße, Tanja. Ja, und ich sehe schon, hier ist Klett drin und hier sind noch mehr von diesen Superknöpfen drin. Und ich schaue mal, was hier gerade noch drin ist. Hier sind noch so Schädchen drin. Und hier ist breites Gummiband drin. Super. Das kann man immer gut gebrauchen. Ja, und hier sind tatsächlich eigentlich alles Sachen drin, die ich super gut für mein Nähzimmer gebrauchen kann. Oh, cool. Guckt mal. Hier sind sogar auch noch, also erstmal dieses hier. Hier sind solche kleinen Holzschildchen. Da steht dann Handmade drauf. Die sind total cool. Und hier sind noch kleine Schilder. Das ist ja noch genialer. Und zwar solche Schilder, die man mit reinnähen kann. Und hier steht dann mit Liebe genäht von Mama. Und die sind so zusammengeklappt. Die kann man halt so dazwischen legen und dann hier halt festnähen. Das ist immer richtig süß, wenn man sowas mit drin hat. Mit Liebe genäht von Oma und einfach nur mit Liebe selbst genäht. Ja, total cool. Da musst du mir mal erzählen, wo du die her hast. Sowas muss ich mir mal bestellen. So, dann haben wir hier gestickte Bügelbilder. Und ich würde fast sagen, weil die sich so anfühlen und hier noch ein bisschen Fäden über sind und weil sich das anfühlt wie normales Bügelvlies, würde ich sagen, die hast du selbst gemacht, oder? Kann das sein? Hast du eine Näh- und Stickmaschine und machst sowas selber? Also wenn, dann sind die auf jeden Fall richtig gut gemacht. Sehr schön. Ja, wunderschön und der ist auch richtig toll. Und hier haben wir noch so ein Teil mit Frankreich. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe zwar auch schon so eine Applikation gemacht, aber an sowas hier zum Beispiel habe ich mich noch nicht rangetraut, ne? Wo der Stoff dann noch dazwischen ist und ringsrum dann gestickt wird. Also wenn das wirklich selbst gemacht ist, dann auch krass. Du musst eine richtig gute Maschine haben, weil das ist sowas von sauber genäht. Also würde mich interessieren, ob du das selbst gemacht hast. Vielleicht magst du es mir mal beschreiben. Ja, wie gesagt, Gummibänder, super für Röcke, für, ich nähe manchmal aus meinen Stoffresten, dann nähe ich so Stoffreste aneinander und davon nähe ich dann so Unterhosen. Und ja, das ist super. Dafür kann man das immer richtig gut gebrauchen. Und dann haben wir hier mega viel Klettverschluss. Und das kann man auch für alles Mögliche gebrauchen. Für Taschen, für, ja, für so viele Sachen kann man diesen Klettverschluss benutzen. Und auf jeden Fall kann ich den gebrauchen. Vielen Dank. Und das wird natürlich alles in mein Nähzimmer wandern. Und falls ihr es gerade poltern gehört habt, das war mein Hund. Also nicht wundern. Ja, und dann einmal in Schwarz und einmal in Weiß. Hier diese ganzen Klettverschlüsse. Und hier wieder diese coolen Knöpfe. Und da gucke ich gerade noch mal rein. Das sind garantiert dieselben, die vorhin auch in dem Päckchen zum Tauschen waren. Ja, für mich wäre das theoretisch auch echt mal eine gute Idee, so ein Tauschpäckchen zu machen oder eine Tauschpost oder wie auch immer zu machen mit nur mit Nähsachen, also mit selbstgenähten und solche Sachen. Das wäre für mich in der Tat auch mal interessant. Ob ich es selber veranstalten würde, weiß ich jetzt nicht, aber wenn das einer machen würde, ich glaube, da hätte ich schon Bock mal mitzumachen. Eigentlich müsste ich mal gucken auf YouTube, ob das jemand macht.
Müsste ich mich mal durchlesen. Ja, also die sind richtig cool. Und ja, verrat mir doch bitte mal, ob du nähst, ob du eine Stickmaschine hast und ob du die auch fürs Nähen verwendest oder eher fürs Basteln. Ich glaube, die kann man gut für beides benutzen. Also für schwere Pappe geht die bestimmt gut. Und ich denke mir, für Stoff, wenn es gut verstärkt ist, geht das bestimmt auch. Und da hier ja jetzt auch Nähsachen drin waren und so schöne gestickte Sachen, kann ich mir gut vorstellen, dass du auch nähst. Ja, ich sage ganz, ganz vielen Dank für die schönen Sachen. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ich mache einfach von hier vorne gleich direkt weiter. Ich weiß nicht warum, das ist so eine Macke. Die größten Sachen hebe ich mir immer gerne bis zum Schluss auf. So, und hier haben wir schon mal so ein süßes Einhorn. Einhorntüte. Und ich schaue mal, was sich hier alles drin verbirgt. Bitte ohne die Tüte kaputt zu machen. Was haben wir hier? Hier haben wir anscheinend ein selbstgemachtes Büchlein. Da gucke ich auch gleich rein. Aber erst gucke ich mir natürlich die Post an. Und hier haben wir schon so einen süßen Sticker. Und jetzt muss ich mal gucken. Jawohl, kriege ich vorsichtig auf. Und hier ist eine coole Karte mit einem Smiley. Und die ist ziemlich dick. Oh, da ist auch noch was drin in der Karte. Ja, und ich lese mir die auch wieder gerade einmal durch und dann werde ich es eh nochmal vorlesen. Also, dieses schöne Geschenkchen hier und die Karte ist von der Yvonne. Und sie schreibt: Liebe Nicole, vielen Dank für den schönen Wanderpakettausch. Ich habe mich sehr gefreut, dabei sein zu dürfen. Gerne wieder. Ich habe dir ein wenig kleines Journalbook beigelegt. Bitte bleib so, wie du bist und dreh weiterhin so viele schöne Videos. Ich habe keinen eigenen YouTube-Kanal und werde daher kein Video machen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Viele Grüße, Yvonne. Nein, habe ich ja gesagt, es ist natürlich kein Muss, ein Video zu drehen. Und ich habe mich einfach nur gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich schaue mir dein Büchlein hier mal an. Und hier haben wir dann immer so mit kleinen Fächerchen. Und hier, aha, hier hat sie für so eine Tech-Tasche gemacht. Hier wieder von oben. Hier kann man eins von unten hineinstecken. Da. Hier wieder von oben. Hier ist wieder für einen Tag so offen. Und nochmal von oben. Und dann das hintere. Und das finde ich eine coole Idee mit diesem Kunstleder und einfach nur einmal so drumrum geschlagen und dann das Ganze mit Klettband verschlossen. Ja, coole Idee. Ich komme sowieso gerade, auch was das Nähen angeht, so ein bisschen auf den Geschmack mit dem Kunstleder. Ja, das hat jetzt auch ein bisschen was mit den Weihnachtsgeschenken zu tun, die ich gemacht habe. Die darf ich jetzt aber nicht verraten, weil das seht ihr bestimmt noch. Ja, und ja, für deinen lieben Brief vielen, vielen Dank. Ich freue mich natürlich immer mega. Ja, wenn ich halt einfach höre, dass euch meine Videos gefallen und dass ihr das gerne guckt. Und ja, na klar, das freut einen natürlich. Und ja, ich werde versuchen, so zu bleiben, wie ich bin. Und ja, danke, dass dir das so gefällt, wie ich bin. Genau. Und dann schaue ich mal. Oh nein, bitte nicht kaputt gehen. Ja. So, fast geschafft. Nur ein bisschen. So, jetzt muss ich die aber offen lassen. Dann klebe ich das Papierchen hier nachher wieder rein. Und ich sehe schon, hier sind so ein paar Teilchen, solche Müppchen hier dabei. Und zwar guckt mal hier, wie so Untersetzer. Da kann man auch richtig coole Sachen bestimmt mitmachen. Und die Farbe hier ist mega schön. Und hier haben wir noch so ein paar Anhänger. Ja, sehr süß. Und hier unten, ich glaube, das sind Sticker. Jawohl. Hier sind noch so ein paar Geistersticker. Und wenn man hier drauf fasst, der fühlt sich so richtig so ein bisschen rau an. Könnt mir sogar vorstellen, dass die im Dunkeln leuchten. Muss ich nachher mal ausprobieren, weil die sich auch so anfühlen. Also, ich glaube, das leuchtet im Dunkeln. Ja, coole Sticker auf jeden Fall. Nächstes Halloween kommt. Vielen, vielen Dank. Und auch für das kleine Büchlein. Ja, und eure Post, die kommt natürlich an die Wand hinter mir. Und ja, wenn ihr dann das nächste Mal ein Video von mir seht, wo ich dann zu sehen bin, dann seht ihr bestimmt eure Karte.
Mein lieber Hund, bitte sei leise. Ja, der hat gerade zu essen bekommen. Und jetzt steht er hier und denkt, er kriegt schon wieder ein Leckerli. Gibt's aber nicht. So. Okay. Ja, dann mache ich hiermit weiter. Ich probiere einfach immer mal, das ein bisschen vorsichtig aufzukriegen. Oh, die ist aber groß geworden jetzt, die Tüte. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass sie noch so groß wird. Und ich mache es gar nicht so spannend. Ich hole es einfach mal raus. Und hier ist eine Dresdner Essenz. Und weißt du was? Ich hatte heute einen Tag, der war so vollgestopft mit Arbeit und Terminen und so viel. Und ich bin richtig fertig heute. Und ich glaube, das werde ich mir, nachdem ich das Video hier aufgenommen habe, gönnen. Ja, vielen Dank. Und auch hier haben wir eine Post, und zwar so eine Schüttelkarte. Mit einem Schneemann und so einer Landschaft. Und da sind viele bunte Sachen drin und so ganz kleine Mikroperlen. Auch bunt und ein paar Sternchen und ein bisschen so kleine Strasssteinchen. Ja, sehr, sehr süß. Ja, und ich mache mal auf und ich lese einmal. Ja, und diese schöne Karte hier kommt von der Verena und sie schreibt: Hallo, liebe Nicole, danke, dass du dir so viel Mühe gemacht hast und so ein tolles Wanderpaket organisiert hast. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich bei den Versand schon etwas erschrocken bin wegen den Kosten. Ich weiß ja nicht, wann das Paket zu dir zurückkommt, aber vielleicht schneit es dann ja schon. Und dann braucht man auf jeden Fall ein warmes Bad. Vielen Dank, mach weiter so. Liebe Grüße, Verena. PS, danke für die Schokomandeln. Ja, genau, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, als das Päckchen, als ich das Päckchen ausgepackt habe, also mit dem Porto, das tut mir wirklich leid. Und wenn ich nochmal ein Wanderpaket machen würde, dann würde ich es definitiv auch nur halb so groß machen, wegen den Portokosten. Wie gesagt, ganz besonders, ich weiß nicht, was jetzt die Leute, also ich habe es ja gesehen auf den Bons und ja, dazu muss ich sagen, also ich habe am Anfang über 10 Euro, also fast 11 Euro bezahlt am Porto und war selber auch erschrocken. Wollte es dann aber auch natürlich nicht wieder mit zurücknehmen und nochmal neu packen und eben ein kleineres machen. Ich habe dann gedacht, nee, ich lasse es jetzt so. Und ich habe dann gesehen bei euren Versanddingern, dass ihr auch immer so um die 10 Euro etwa lagt. Aber die letzte in der Reihe, die hat fast 17 Euro Porto bezahlt. Also das war echt heftig. Also ich weiß nicht, ob bei dir die Post irgendwie teurer ist als bei allen anderen oder ob du wirklich dann vielleicht nochmal so große, schwere Sachen reingetan hast, dass es deswegen so teuer geworden ist. Also es tut mir wirklich extrem leid. Ja, ich kann es nur jetzt leider auch nicht mehr ändern. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja auch Manuela gebeten, dass sie ein Briefchen bei euch mit in das Päckchen packt, weil sie als Erste das Paket bekommen hatte und weil ich mich so schlecht gefühlt habe und habe ihr gesagt, bitte leg einen Zettel bei, dass ich halt gesagt habe, dass es mir leid tut mit dem Porto. Ja, da muss ich auf jeden Fall, wenn ich nochmal so ein Paketchen mache, gucken, dass das nicht passiert. Und ja, da werde ich dann auf jeden Fall auch drauf achten. Also dann wird das Paket halt nur halb so groß sein. Dann hat man halt nicht so viel Auswahl, aber zumindest hat man dann nur 5, 6 Euro Porto. Und gut, da kann man mit leben. Es kommt jetzt natürlich immer drauf an, was man eben getauscht hat. Ja, wenn man jetzt viele Sachen gefunden hat, die einem gefallen hat und viele Sachen losgeworden ist, die einem nicht gefallen hat, dann hat sich's gelohnt. Ne? Nur wenn man jetzt nur wenige Sachen gefunden hat, dann hat sich's vielleicht nicht gelohnt. Deswegen, ja, ihr dürft mir gerne bitte unten in die Kommentare dann nochmal was dazu schreiben. Und ja, wie gesagt, ich kann mich dafür nur entschuldigen und ich kann es ja jetzt leider auch nicht mehr ändern. Genau. Okay, ihr Süßen, ich mache weiter mit den Geschenkchen.
Und jetzt muss ich mal gucken, wo ich das, ich glaube, ich nehme hier jetzt mal die Schere, weil ich gar nicht weiß, wo hier der Anfang ist. Also die war auf jeden Fall sicher verklebt, das steht schon mal fest. So, upsie, da fällt mir schon die Hälfte entgegen und da ist noch was drin. So, und dann schauen wir mal. Als allererstes habe ich hier ein Zettelchen. Hallo Nicole, danke für deine Mühe, lieben Gruß, Manuela. Genau, so, das packe ich hier mal unten drunter. Und dann schaue ich mir an, was hier drin ist. Und hier haben wir solche Wanddeko drin, die man so auseinanderziehen kann. Also seht es hier auf den Bildern. Und die sind zum Beispiel ganz witzig für Partys oder so. Genau. Und dann haben wir hier lauter verpackte Sachen. Und was ist das denn hier? Das sieht aus wie eine Kerze. Ist das eine Kerze? Sieht irgendwie aus wie eine Kaktuskerze, finde ich. Ah, es ist eine Kaktuskerze. Und? Riecht die auch? Nein, sie riecht nicht. Sieht aber total lustig aus. Und ich glaube, das ist so eine Form, wo man dann sich immer wieder Kerzen selber machen kann. Also quasi, wenn die jetzt abgebrannt ist, dann nehme ich ihn dort und ja, kann mir halt die mit Wachs wieder vollfüllen. Also eine Kerze, die für immer und ewig bleibt sozusagen. Ja, cool. Was haben wir denn hier drin? Das sieht irgendwie aus wie ein Stift. Ich schau mal. Nee, cool. Das ist so ein Teilchen, wo ich, wenn ich Fimo zum Beispiel mache, dann damit schön verblenden kann. Und das geht bestimmt richtig gut, weil das ist sehr weich, gibt dolle nach. Und hier gibt es auch sehr nach. Dann kann man das schön weich verblenden, dass man halt zum Beispiel, wenn man zwei Teile aneinander gemacht hat, dass man eben die ganzen Kanten, dass man das dann nicht mehr sieht. Und hier drin ist so ein schönes Glitzer. Ja, cool. Auf jeden Fall schon mal alles schön auf meine Farben abgestimmt, die ich gerne mag. Und was haben wir hier drin? Das sieht aus wie ein Anhänger. Ja, und zwar haben wir hier drei solche Schlüssel dran. Und da kann man Resin reingießen. Ja, und die sehen echt cool aus. Die habe ich auch noch nicht gesehen. Also bei hier jetzt nicht in irgendeinem Haul oder so. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Die werde ich mir bestimmt irgendwann mal gießen. Und hier haben wir noch ein kleines Glücksengelchen drin. Schaut mal, der hat ein Herzchen in der Hand. So ein kleiner Schutzengel. Ja, vielen Dank. Den werde ich mir hier oben auf meinen Schreibtisch stellen, dass der mich immer anschaut. Ja, vielen Dank, meine Liebe. Und schiebe das Ganze noch ein bisschen in die Seite. Und jetzt mache ich mal dieses hier auf. Und hier muss ich mal gucken, weil hier ist nämlich zu getackert. So, und ich habe hier leider nicht so ein Teil, wo ich die Tacker mit aufmachen kann. Aber ich guck mal, vielleicht reicht es ja schon, wenn ich das in der Mitte aufmache. Na. So. Ja, so komme ich schon an die Sachen ran. So. Und hier sind zwei größere Sachen. Nee, ich muss es doch ganz aufmachen. Sonst habe ich keine Chance. Aber das ging jetzt auch super, seht ihr. Und ich habe die Tüte noch gerettet. Ach, das ist ein großes Teil. Ich dachte, das wären zwei Teile, deswegen. Oh, guckt mal hier. Ein Blumenstrauß aus Haribo-Teilen. Ja, cool. Der ist aber schön. Ja, vielen Dank für die Blumen. Ja, cool. Richtig süß. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich kann nur leider nicht sehen, von wem das ist. Da steht nämlich nichts drauf. Schade. Verrat mir doch bitte, von wem ich die schönen Blümchen bekommen habe, ja? Ja, meine Lieben, bevor ich jetzt wieder anfange, hier rumzukramen, während ich noch was erzähle und Krach mache,
Ich sage nochmal vielen, vielen Dank. Und wie gesagt, ich denke, so ganz schnell wird es jetzt kein Wanderpaketchen mehr geben, aber ich kann mir wirklich vorstellen, das nochmal zu machen. Es hat wirklich alles super geklappt und ich hoffe, ihr seid alle zufrieden und ich freue mich, eure Kommentare zu lesen und sag tschüss, bis bald.